Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Kinetic Driver. Ja, hab was gegessen, hab nur hier trinken rumstellen und was getrunken. Und frisch gestärkt geht es jetzt in die zweite Aufnahmephase. Und wir gucken mal, was es denn hier auf diesen Labyrinth auf uns zukommt. Größte Kombis. Did you find a new toy? Why not try it out and see what it does? Open menu. What the hell? I've been nice and tried all of the places that the crystal compass will function in white, but only in this quadrant. You have to learn to get the hang of it quick, because in the other three quadrants I haven't been so generous. God damn it, Caspian, we don't have time to be messing around like this. Caspian! Ich glaube, das ist einfach eine andere Map. Das ist schon irgendwie ein bisschen verwirrend. Warum ist da alles andere wirklich upside down? Okay, das ist sehr. Kann ich da hin, wenn ich da das Ding benutze? Ah, verstehe. Und jetzt kann ich. Ey, mach's gut. Das ist ein cooles Konzept. Das ist ernsthaft ein cooles Konzept. Das ist ein cooles Konzept. Das gefällt mir. Das finde ich nice. Okay. There isn't a pathway directly above us. If we lose the crystal compass here, we will be thrown right into the ceiling. Ah, also, okay. Okay, das heißt, okay, ich verstehe es halt nicht ganz so jetzt gerade, wie das jetzt aufgebaut ist, aber das sind wir hier, okay. Was sind das denn für Viecher, bitte? Squawks. Ja, für Squawks, ne? Das, hier habe ich das gerade echt gern. Was für Level 22, nice. Die Frage, wo ich jetzt lang muss. Okay, hier ist nur ein Weg. First Strike. Ja, lol! Ernsthaft? Ernsthaft? Die hat auch die. Okay, das ist ernsthaft cool. Der hat sogar die. Der hat sogar den Kampf komplett alles umgedreht. Ah, das ist ja cool gemacht. Das ist ja echt cool gemacht. Kann ich hier. Okay, jetzt muss ich raten, wo was ist. Verstehe. Also sie sagt mir wahrscheinlich, wie ich nicht dingsen kann. Wechseln kann. Ist hier irgendwas besonders? Nee, okay. Das sind einfach nur zwei unterschiedliche Maps natürlich. Ich denke, anders wird es eh in der Beginn 2000 nicht zu lösen sein. So, schon echt cool gemacht. Das heißt nämlich, dass das Video jetzt auch wieder da ist, wenn. Ne? Weil die Setten ja gegner. Okay, das kann jetzt sehr interessant werden. Jetzt mal auszufinden, wo man lang muss. Ich glaube, ich hätte mir auch nicht alle Truhen holen, weil das wird mich echt sonst zu sehr abfacken. Ehrlich gesagt. Und das für wieder. Pinocchio. Aha. Welche komischen Holzelementare oder so. Schätze ich mal. So, Schluss. Was habe ich da rechts unten für ein
Heißt das, ich kann hier... Ja, surprise. Neverfog. Okay. Autsch. Der macht ja sogar Schaden. Okay. Was heißt, wenn's... Ah. Das heißt, wenn es blau ist, kann ich den Kompass benutzen, ja? Wenn ich das richtig verstehe. Dann will ich erstmal hier lang. Gucken, wo es hier lang ging. Okay, ist nichts. Okay. Ich glaube aber, dass jetzt hier müsste die Truhe sein, ne? Nee, doch nicht. Oder weiter unten. Wahrscheinlich. Jetzt ist ja spiegelverkehrt. Jetzt muss man sich dran denken, dass es spiegelverkehrt ist. Das ist geil so einfach. Echt geil nicht so einfach. Das heißt hier genau hier. Dann muss man mit dem größten Kompass. Oh, gut, okay. Oh, okay. Aerospill. Muss das nicht in hier irgendwo sein? Hier. Hier können wir. Ah, hier. Okay. Aerosherb. Open Menu. Das macht das Aerosherb. Achso, das war das. Zum Heilen von Dingens. Von MP. Oh, ich hab grad irgendwo die Nase. Hat's in die Nase gebübelt. Lösen die Vermutung, dass ich wohl gegen Weizenprodukte oder sowas allergisch bin. Ich habe Müsli gegessen und jetzt fängt die Nase an zu jucken, mein Husten fängt wieder an. Was ist das denn viel? Was? Sabretooth-Bier. Sabrezahnbär. Okay, das ist interesting. Let's say. Der Rolle 26. Das ist echt schön interessant gemacht. Ich warte mal. Kann man hier oben irgendwo. Hier kann man theoretisch wechseln. Ist hier irgendwas Interessantes? Nee, es ist einfach nur. Nix. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Wahrscheinlich ist einfach nur durch, gehe ich mal von aus. Die ganzen Drohnen sind mir relativ egal, wenn ich jetzt nicht bis zum Format rankomme. Ich will jetzt nicht alle holen. Meistens eh nur Gegenstände drin, also Heilzeug und sowas. Aber vielleicht komme ich ja bis zum Format dran. So, jetzt muss ich direkt nach rechts. In den Neverfog mich jetzt nicht genervt hätte. Tschüss. So. Das kann ich hier theoretisch rechts irgendwo. Nee. Das ist das links. Okay.
Komm, ich wollte gar nicht an die Ton ran. Na gut. Was soll's? Ist ja wirklich, dass er wirklich jeden Gegner upside down gedreht hat. Das ist echt schon lustig. Und interessant. So, wie lang? Ah ja. Jetzt kann ich hier lang. Was haben wir das bringt? Nix. Machen wir da jetzt so. Scheiße Preis, ey. Boah. So. Das ging auch immer wie Spawn. Zu laufen, oder? Gefühlt außer Gegner. Was ein scheiß Neverfog. Aua. Open Menü bitte. Das heilen. Ja. Ich wollte gerade nicht, danke. Zu gucken, ob hier irgendwo. Ob ich hier irgendwo auf irgendeinem Feld den Kristallkompass benutzen kann. Ich sehe nämlich gerade keinen. Nicht mehr sonst. Ich kann nur hier. Oh, das Vieh nervt. Wo zum Fick? Wo zum Fick kann ich hier lang? Geht's doch nirgends lang. Ein bisschen sehr nervig, dass die halt immer respawnen, weil es halt andere Maps sind. Vor allem eine riesige Map. Ah, hier, okay. Wie geht's weiter? Das sind wieder neue Gebiete. Okay. In die Runde komme ich eh gerade nicht dran, weil ich gerade nicht weiß, wo ich da wechseln muss. Deswegen lässt man die Truhe einfach mal in Ruhe, würde ich sagen. Und laufen einfach weiter. Das ist schon ein bisschen mein Fuck teilweise. Dass man da Spielverkehr decken muss. Ich mache einfach irgendwo und hoffe, dass das richtig ist. Okay. Ah, da war. Hier, da. Da kann ich. Okay. Aha. Hier ist ein Vieh. Okay. Das sind mir ein bisschen zu große Maps, muss ich zugeben. Ich verliere hier langsam einen Überblick, wo es lang geht und wo nicht. War ich hier schon? Hier war ich doch schon, oder? Glaube ich.
zwei Level Ups. Hier muss ich schon mal fahren, kann ich hier nicht wechseln. Fällt mir gerade auf. Hier muss ich wechseln. Ne, hier kann ich doch gar nicht wechseln. Das ist eh nix. Mal oben lang. What the? Part defeat. Hehe. I am enjoying Master Caspian's maze. I must be dreaming. I dream this is not, little lady. I hope you are finding this trail sufficiently challenging. Are you kidding? I could find my way out of here with my eyes closed. Is that so? Then we are just gonna have to turn things up a notch. Oh. Jack in the pot appears. Okay. $555 HP, $555 MP, $100 blah blah blah. Okay. But what to know, John? Wacky dance causes various status effects. None. Oh, es macht auch noch ein. Uff. Nicht mit mir, mein Freund. Das kannst du vergessen. Chaos auch noch. Blödes Arschloch. Gut, dass Asriel so schnell ist. Ich habe keins euch um. Danke, dass ihr geblockt habt. Danke. Ich kann das nicht mal heilen. Ich habe außer den. Außer. Restoration. Ich habe noch nicht mal irgendwas, um das zu heilen. Das ist ja auch super. Warum gibt man einen Gegnerschlusseffekt, den man nicht heilen kann, und wenn die gesamte Party davon betroffen ist, haben einfach nur verloren? Das ist total random. Das ist total dumm. Einfach nur total dumm. Ja. So. Naja, das wird ein Monster sein, gehe ich mal von aus. Das ist ein Eisenmonster, oder? Deswegen lassen wir mal ihn einfach mal angreifen. Denke ich mal. Was? Warum sind jetzt zwei aufgetaucht? Super. Ja. Nice. Natürlich super. So. Das sind echt nervige Gegner. Sehen ja alle Berserk, super. Warum kann er nicht immer Dinge angreifen? Wir geben auf den Sack. So, das sind echt nervige Gegner, aber der ist schon mal tot. Jetzt kommt der auch noch an. Silent Flayer auf den da. Greife ich jetzt nicht rein? Ich weiß es nicht. Nicht mehr gleich sehen. Ja, okay. Gut, dann ist der jetzt auch tot. Jetzt bin ich froh, dass nicht alle auf einmal ankommen. Weil das wäre ein bisschen echt heftig gewesen. Gut, also ist scheißegal, das Silence das. Der macht eh nichts. Ja, der ist auch schon mal tot. Wow, Alter, den habe ich gerade Schaden reingedrückt. Wir sehen, ob der. Ja, der stirbt sogar bei. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeinen Bug ausgelöst, dass ich ihn so schnell getötet habe. Ah! Okay. Das war. Interessant, würde ich mal sagen. Okay, das heißt. Nice.
Schauen wir mal, wo wir hier lang können. Ich werde eigentlich noch mal hier. Das geht mir gerade auf den Sack. So, ich mache den einen Kaffee hoch und dann mache ich auch mal einen Cut. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. So. Gut, ja Leute, ich würde mal sagen, wir cutten hier und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Kinetic Cypher. Auf Wiedersehen Leute, auf Wiedersehen.